So, ich grüße euch. Also nochmal, ich hatte zwar schon mal angefangen, aber es sollte nicht sein. Abraham Lincoln hat sich wieder gezeigt und er zeigt sich in der Zeit öfter. Und ich muss dazu was ausholen und was dazu sagen. Und zwar, die Seelen, mit denen ich zu tun habe, die Menschen, mit denen ich arbeite, die gehören immer zu irgendwelchen Aufgaben, Seelenaufgaben, Seelengruppen im Jenseits und im Hier, in Diesseits. Und wenn die Seelen bereit sind, was ganz oft so ist, erzählen sie mir halt Geschichten oder erzählen mir Geschichten. Also es sind Themen, was die Seelen loswerden wollen, was sie den Menschen erzählen wollen. Und dazu gehören dann eben, wie ich gesagt habe, Menschengruppen und auch im Jenseits, die aber mit uns in Kontakt treten wollen oder Informationen geben wollen. Und hier ist die Seele, die ich in der letzten Zeit viel gearbeitet hatte, hat sich der Abraham Lincoln gezeigt. Ich habe zuerst den Namen nicht genannt, weil ich mir nicht sicher war und wollte da nicht zu früh was Falsches sagen. Nun bin ich im Urlaub und die Projekte stehen still und ich kann entspannen. Und liege gestern Abend im Bett und habe da also überhaupt nicht daran gedacht, dass irgendwas kommen könnte. Und auf einmal kam Lincoln wieder mit, und der kommt nicht allein. Ich habe ihn wahrgenommen immer als sehr adrett, sehr höflich, sehr vornehm. Er sitzt immer mit einem Bein überschlagen da. Er sitzt immer so, ja, also er war sehr, sehr höflich und sehr ruhig immer geantwortet, sehr besonnen, direkt. Bei manchen Fragen, die ihm viel zu banal waren, war er sehr höflich und hat dann aber so kurz gelächelt, ist in sich gegangen, hat das dann wiederholt oder so. Ja, er war sehr, das gemerkt, er beschäftigt sich so mit anderen Dingen, ja, also so. Aber er war immer, er hat immer geantwortet, er war immer für, und er war sehr, sehr geduldig, genau. Und hinter ihm ein ganzes Team. Er kommt nie allein, er kommt immer mit Team. Ja. Und und da geht es im Grunde genommen, ging es um die Gespräche. Also er zeigt sich mit zu diesem Thema, dieser Zeitlinie, die jetzt ausgedient hat. Dass die Menschen eben jetzt merken, was ihnen als Freiheit verkauft wurde. Was ihnen als Wirklichkeit verkauft wurde. Und lassen wir das, weil darum geht es eigentlich nicht. Okay, gestern Abend war es dann so, ich liege im Bett und er kam rein, setzte sich hin und ich dann nur so, oh, Lincoln, was machst du jetzt schon wieder hier? Und kam nichts. Und dann habe ich so gedacht, okay, na gut, dann schauen wir mal. Und dann war es aber so, kurze Zeit später habe ich gesehen, wie ein Vorhang hinter ihm war. Und dann kamen aus diesem Vorhang mehrere Staatsoberhäupter aus ganz verschiedenen Zeitepochen. Vor 500 Jahren bis heute. Oder 700 Jahren, ich will nicht festlegen. Auf jeden Fall ganz verschiedene Zeiten.
Die setzten sich alle hin. Und dann waren hinter ihnen zu sehen diese, also die, ich glaube, diese Schutzarmee symbolisierte die Zeit, wo etwas begann. Also diese Landesoberhäupter, also die Präsidenten oder Kanzler oder was auch immer, saßen halt eben in einer Reihe und hinter ihnen diese Armee, diese Schutzarmee, die eben symbolisierte, wann etwas begann, wann etwas losging. Ich komme noch auf das andere da drauf zu sprechen, warum ich das jetzt so sage. Kurz darauf, ja, ich habe dann mal gefragt, was das jetzt soll. Ich habe dann halt einfach die Bilder empfangen und habe dann die Bilder dokumentiert. Und da habe ich komischerweise eben, da mich das ja nun auch beschäftigt, war hinten im Hintergrund ein Bild zu sehen und da brannte eine Kirche. So habe ich es gesehen. Und dann legten sie vor sich hin auf einen Tisch ein Schriftstück aus mehreren Seiten. Dieses Schriftstück war sehr alt und es wurde gesagt, das sind alte Schriften, die noch vor euch, also die noch geheim gehalten werden vor euch, die noch nicht veröffentlicht wurden, die und das sind entweder alte Verträge oder etwas, was noch nicht eingefordert oder noch nicht getan wurde, aber es gibt darüber Verträge. Also irgendwas gibt es, was schriftlich niedergeschrieben wurde, aber vor uns geheim gehalten wird, damit das nicht in Kraft treten kann. Mir kommt gerade das Völkerrecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Es kommt mir halt gerade einfach. Auf jeden Fall hat es etwas zu tun für unsere Freiheit, für unsere Rechte. Und genau, und das haben sie mir halt so eben gezeigt, dass das jetzt wichtig ist und dass sie dies deswegen zeigen, dass jetzt auch jetzt deswegen die Unruhen sind. Und kurz darauf kam ein riesiges Raumschiff, das habe ich aber noch nie das erste Mal gesehen. Das habe ich schon öfter gesehen und wusste aber auch nicht, was ich damit anfangen soll. Das habe ich bei dieser Probesession gesehen, da bin ich, da haben sie mich durch diese, wo ich durch diese Art geistig, ne, in Trance, so durch diese Wurmlöcher durch bin. Und da haben sie mir auch Bilder gezeigt und haben mir halt immer an gewissen Stopps irgendwas gezeigt. Und da war unter anderem eben diese dieses riesige Raumschiff. Das kam an anderer Stelle auch nochmal. Und dieses schwebte dann direkt über diesem Feuer. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass die auch im Hintergrund stehen und dass die schon lange die wirken mit ein auf uns, auf unser zukünftiges Geschehen jetzt. Sie. Also ich habe das im Nachhinein so gesehen, dass das diese Zeitlinie von da, wo er irgendein Verrat, weil das hat mir ja Artus auch schon gesagt, Verrat wurde begangen und der Verrat wurde hier in dieser Zeitlinie vor 700 oder ich sage mal circa 700 Jahren, wo mir gerade die 500 im Kopf schwebt. Wer sich damit beschäftigt, wird wahrscheinlich wissen, wie viele Hunderte von Jahren es genau sind. Und jetzt, also ich sehe dann so wieder eine Zeitlinie hier, wo die Raumschiffe ja kontaktieren. Die habe ich ja auch schon gesehen um die Erde herum, dass sie da sind. Sie nur darauf warten, bis es Zeit ist. Und die Ritter, die eben gesagt haben, Verrat wurde begangen durch Artus.
Und jetzt kam dieses Papier, also es scheinen wohl interessante Zeiten zu sein, dass da jetzt eben demnächst was. Also es geht auf jeden Fall um diese, um unsere Rechte, um unsere vorgegaukelten, um unsere Rechte, die uns immer noch vorenthalten werden. Wie gesagt, das nochmal, wer nicht in der Materie ist, der sich damit nicht auskennt. Wir schwingen alle in einem Feld. Die Seelen sind alle miteinander verbunden. Die Seelen wollen mit uns Kontakt aufnehmen. Und sie tun das in Form von Bildern. Sie sprechen mit Bildern, mit Gefühlen und mit Gedanken. Und wenn ich dann solche Bilder empfange, dann sind das geschickte Bilder von den Seelen, die von Seelengruppen, die uns Mitteilungen machen wollen. Weil ich manchmal so sage, wenn ich mich mit Bekannten unterhalte, also jemand, der sich nicht mit dieser Materie beschäftigt, wird auch denken, ist nur ein an der Klatsche. Aber ne, es sind halt Dinge, es gibt Dinge, die jetzt auch viele Menschen anfangen dürfen, sich damit zu beschäftigen. Nicht, dass alle jetzt Bilder sehen, aber die Intuition. Die Intuition und dass es mehr gibt als das, was wir hier sehen. Und deswegen sage ich so oft, hört auf euer Herz. Und nicht das, was ihr gelernt habt. Das ist der Kopf. Und der Geist will euch natürlich immer weiter in diesen Hamsterrad laufen lassen. Das Herz weiß aber viel, viel, viel mehr. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was und eine schöne Osterzeit. Und die Wahrnehmung war gestern, das heißt in der Nacht vom Ostersonntag zum Ostermontag. Also, ciao, ciao und noch einen schönen Ostermontag. Tschüss.